Hallo zusammen, wir haben heute den 4. Juli 2013. Ich bin der Peter von El Tucan. Der filmt hier hinten dran ist der Patrick von El Tucan und dort ist Brigitte im Garten auch von El Tucan. Wir machen jetzt einen Hängematte-Versuch. Und zwar tun wir ausprobieren unsere schönen Stoffe von Guatemala mit den Fäden aus El Salvador. 1,30 m breite Hängematte verkaufen wir bis 120 kg und 1,60 m. Breite Hängematte verkaufen wir bis auf 180 kg. Und nachher haben wir noch ein Paradestück aus Mexiko. Eine Hängematte für zwei Personen aus unserem Projekt. Die werden wir nachher ausprobieren bis auf 300 kg. Wir bauen unser Haus um mit natürlichen Baustoffen. Und darum haben wir hier Häufensäcke mit Kalk oder mit Lehm. Jeder von diesen Säcken ist 25 kg schwer, aber wir wägen sie hier noch wägen und wägen sie hier aufschreiben, sodass ihr alle seht, wie es wirklich ist. Wir nehmen jetzt hier die erste Hängematte, wir müssen nicht verstecken, da ist ganz viele Hummer, die rumfliegen, aber die machen uns ja nichts. Wir haben gerade hier das Nest abgedeckt. Wir hängen jetzt die Hängematte auf. Mit auf der einen Seite Polypropylen. Wir machen den Weberknopf, den wir anderen Leuten auf dem Mädel auch immer zeigen. Nimmst das doppelte Seil, gehst von hinten in die Schlaufe rein und einfach rund um die Schlaufe, dass zwischen Seil und Schlaufe wieder durchkommst. So. Auf der anderen Seite hier haben wir ein Sisal-Seil, das kannst du auch bei uns haben. Aber jetzt ist gerade das Ganze ein bisschen keibelang. Wir müssen es hier noch ein bisschen runterlassen. Kannst du das schieben, Patrick? Jetzt soll es auf dieser Seite gehen. Hier habe ich extra den dicksten Ast ausgewählt, dass es das hier auch wirklich hält. So. Hier machen wir den Webeknopf. So, jetzt ist sie immer noch etwas weit oben. Aber die Dienste schon, die kommt schon noch etwas weiter auch runter. Hier die stoffigen Hängematten, die dehnen es noch ziemlich fest. Jetzt gehen wir hier noch rasch auf dieser Seite durch. Ja, ist ziemlich stutzig bei uns. Ja, da sieht ihr das irgendwie etwa so aus. He? So. Voilà. Amigos guatemaltecos, que tela bonita. Also, wir nehmen jetzt hier den ersten Sack. Jetzt müssen wir hier noch als Tisch wägen. Boah. Oh, schwer. 25,8 Kilo. Schreiben wir jetzt hier auf. Hoppala. 25,8. Ja, das ist jetzt mal ein Kind, das wir hier in die Hängematte legen. Würde man es hier mit den Schuhen abziehen, sonst gehe ich mir um. Klar, das ist besser, he? Geht ja dann bequemer. So. Ein Kind haben wir in der Hängematte. Nummer 2. Ja, das ist ja kein ökologischer Putz. Yeah.
Also wir haben jetzt hier die Hängematte mit unserem Stoff aus Guatemala und den Federn aus El Salvador, die wir verkaufen bis 120 Kilo. Geladen mit 180 Kilo Baustoff. Hier haben wir es aufgeschrieben. Alles summiert hat gegeben 179 Kilo, 900 Gramm. Für unsere Hängematte müssen wir bis zu 120 Kilo verkaufen. Jetzt machen wir einen neuen Versuch. Legen die Säcke am Boden legen und nachher nehmen wir neue Säcke dazu. Das Anfangstotal ist demzufolge 179 Kilo, 900 Gramm. Also wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil des Versuchs. Wir tun jetzt hier eine 1,80 m breite Hängematte ausprobieren, 1,60 m breite, Entschuldigung, Hängematte ausprobieren, wo wir verkaufen bis 180 Kilo. Der wunderschöne Stoff ist aus unserem Fairtrade-Projekt in Guatemala. Die Fäden links und rechts sind wieder aus El Salvador. Und wir tun jetzt wieder hier die 7 Säcke rein, die wir gewogen haben, 179,9 Kilo. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wieder 25,7 Kilo. So. Alle unsere Stoffe sind von Hand gewoben. Mein T-Shirt. Patrick's ist T-Shirt. Steht im Fall mega gut, Patrick. Danke. Farbstoffe sind schadstofffrei, bleifrei, azotfrei, formaldehydfrei. So. Und die Tragkraft der Hängematte. Sehr gut. Mittlerweile sind wir rund bei ungefähr 225 Kilo, hä? Ein bisschen mehr. 230 sogar. Ja. Wollen wir noch einen rein tun? Ich würde sagen, wir probieren es. 250 Kilo. Bei den Hängematten, die wir auf 180 verkaufen. Der Baum hat es auch noch aus. Hat auch noch. Das ist ein uralter Baum. Schade, ist er mitgegangen. Und müssen wir umtun. Ja, wir müssen schauen, wie wir noch wollen, unsere Hängematten hier im Garten aufhängen. Hoppala! Oh, man sieht nichts. Alles voll im. 25,7 Kilo. 25,7. Ja, das ist tiefer, hä? Können wir jetzt noch 75, 77 Kilo und 100 Gramm dazu. 77, 100 heisst, im Totalen haben wir jetzt 0, 0, 0, 1, ist 10, ist 17, behalte 1. 257. 257 Kilo. Für die Hängematte, wo wir bis 180 Kilogramm verkaufen. Hier natürlich auch Kilogramm und hier auch. Jawohl, super die Produkte von El Tucán. Der Sack hat ein Loch. Es hebt. Der Baum will auch noch. Es hebt. Gehen wir noch mal ein bisschen an. He? So. Ja, ja. Jetzt 257 Kilo in der Hängematte für bis 180 Kilo. Ich würde sagen,
Laden da wieder raus und tanken die mexikanische auf. He? Yes. Also, dritte Teil von unserem Versuch. Mexikanische Hängematte, die stammt aus unserem Projekt Tete Machu. Hängematte vom Produzent zum Konsument. Da haben wir im Jahr 2004 angefangen, Frauengruppen aufzubauen. 6 Jahre lang in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat für soziale Entwicklung vom Staat Yucatan, in Gemeinden mit extrem hoher Armut, um die Zwischenhändler ausschalten und direkt mit diesen Frauen zusammen Hängematten in höchster Qualität produzieren. Wir alle in diesem Projekt sind überzeugt, dass wir die besten Hängematten machen, die in Yucatan. Auf der Seite brauchen wir richtiges Nylon, nicht wie alle Konkurrenzprodukte Polypropylen, sondern richtiges Nylon. Das ist ganz ein teurer Faden, aber extrem resistent, vor allem UV-beständiger als das Polypropylen. Die Schlaufen sind wunderschön verarbeitet. Und die Engmaschigkeit der Hängematte, das ist, dass die Hängematte wirklich lang lebt, dass man nicht so fest einhängt. Und das tun wir jetzt ausprobieren, die Hängematte, sagen wir immer. Tragfestigkeit ist für die Hängematte nicht die Frage. Das ist für 2 Personen, die wir hier verkaufen. Wir sagen zu den Leuten, wenn sie sich kommen posten, jedes 100 Kilo schwer ist für die Hängematte gar kein Problem. Das heisst, 200 Kilo sagen wir zu den Leuten, das ist gar kein Problem für die Hängematte. Das tun wir uns jetzt gerade selber davon überzeugen. Bis jetzt haben wir 483,7 Kilo, also 500 Kilo schaffen wir schon. Aber jetzt ist ja gerade der Nils von der Schule gekommen. Nils, wie schwer bist du? Zeig mal. Nils und Casey. Nils und Casey, 47 Kilo. Okay. Das heisst, plus 47 Kilo. Wir haben... Oh oh! 530 Kilo. 530 Kilo. Nehmen wir das. Hebt die Hängematte das aus? Warte, kommst du zuerst da? Also gut. Und noch die Laila. Füße rauf! Bo, bo, bo! Also, wie viel haben wir geschafft? 530! Perfekt. Nein, das kommt ins Internet.